So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Okami. Wir wollten in diese Tür rein und das machen wir jetzt. Ja, die Tür ist schon auf, weil ich am Ende der letzten Folge leider zu nah an diese Tür gekommen bin. Und was sind das hier für verschiedene Arten von Kanonen? Gelbe, rote. Und ja, wir können... Oh nö, nicht schon wieder. Geht das wieder los? Wir haben hier wieder andere Kanonen zur Verfügung. Moment. Ach nee, das ist doch jetzt... Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Okay, die schießt auf die rote da hinten. Probieren wir das doch mal aus. Ich sagte, probieren wir mal aus hier. Das gibt's doch nicht. Los. Kann man die hier... Irgendwie kann man nicht. Ich habe eigentlich keine Lust, mit diesen Kanonen zu schießen. Ist ja noch irgendwas anderes, weil ansonsten lasse ich die hier in Ruhe und versuche das so zu machen, wie ich das eigentlich sonst immer mache. So, ja, das. Naja, komm. Die Brücke dürfte auch etwas üppiger ausfallen. Jetzt an mir ginge sogar noch ein bisschen üppiger. So, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal die Zeit anhalten. So, da kommt schon was geflogen. Ich sehe es nicht. Ich sehe es halt überhaupt nicht. Ich kann es nicht sehen, der Kontrast ist einfach zu schlecht. Ich glaube, hier muss es irgendwo sein. Überall sind diese Eisteile. Moment, hier ist es. Und hier ist es. Ich sagte, hier ist es doch. Wow. Alter, was ist das denn? Was ist los? Boah, okay, das funktioniert so nicht. Nein, warum? Ah, überflüssig. So, na gut, dann müssen wir diese knackten Kanonen wohl doch benutzen. Ich kann sie wirklich nicht leiden. Kann man die nicht in der Höhe verstellen hier? Die fixierten? Okay, ich versuche mal alle beide Kanonen gleichzeitig zu treffen. Ist aber wurscht. Gucken, wo die treffen. Tja, ziemlich unspektakulär. Na gut, dann benutzen wir halt sich bewegen Kanonen, also die machen ja immer so eine Vierteldrehung circa. Bums, mal wieder voll. Nee, komm. Ich habe was getroffen? Hey, wow. Ich habe sogar eine getroffen, das ist ja Wahnsinn. So, dann die noch. Ah, nee, die ist schon zu weit. Die muss halt da hinten treffen. Ich mache erstmal den Weg frei, falls das was bringt. Und so, jetzt könnte ich es mal probieren. Ich sagte, Weg frei machen. Okay, da hinten habe ich eine getroffen. Aber da ist noch eine, die uns den Weg versperrt. Kann es sein, dass wir die manuell machen müssen? Verstehe ich das richtig? Komm, probieren wir das einfach mal. Machen wir hier eine Brücke drüber. Okay, pass auf. Die schießt schon auf uns, das heißt... Zeit anhalten. Und kommt da schon was geflogen? Ja, da kommt schon was geflogen. Yes, alle getroffen. Gut, okay. Na gut, na gut. Ja, dann hätte ich gerne hier noch eine Verlängerung der Brücke, wenn es irgendwie geht. Danke. Ja, einfach runterfallen geht natürlich auch. Was war denn das jetzt für ein Scheiß? Komm, malen wir mal eine schöne Brücke rüber. So. Keine Lust hier auf akrobatische Spirenzchen. Nehmen das hier mal so an. Gut. So. Wir müssen buddeln. Ding, 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 ding. Echt? Hier hinter noch irgendwas? Was ist das denn?
Nee. Oh nee. So eine Eiskugel, die ich nicht. Ja, die man nicht anfassen darf, weil man sonst eingefroren wird. Wo liegt hier sonst noch irgendwas rum? Ich check nur gerade mal hier das Areal. Sieht aber clean aus. Das heißt, sehe ich es richtig? Muss ich die jetzt. Na, hier sowieso nicht rein. Wo rein denn eigentlich? Irgendwann muss ich diese Kugel doch rollen. Ein bisschen Wind nur. What? Naja, die Kugel liegt auf jeden Fall richtig. Hier ist aber. Wow, das war's schon. War's das schon? Okay. Man kommt nicht mit einem Schnitt an die Dinge dran. Wow, das glaube ich, war einer der schnellsten Kämpfe, die ich jemals gemacht habe. Das ging richtig schnell. So, die Kugel liegt ehrlich gesagt gar nicht mal so verkehrt. Das heißt, ich versuche die mal vorsichtig hier rein zu. Nee, ich wollte hier reinwehen. Für den Fall, dass sie überhaupt hier rein muss, bin mir nicht so sicher. Aber das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier, nochmal ein bisschen Wind. So. Soll die hier rein, die Kugel? Ich bin mir echt nicht so sicher, was das jetzt soll mit der Kugel. Warum habe ich die hier reingebracht? Ach so. Ich weiß warum. Darum. Oh man. So, ich mach das lieber mal mit allen hier. Dann ist hier und da hinten ist auch noch was. Und da ist doch noch einer. Komm, mach schon. Hier. Oh oh. Und? Wow, das war knapp. Ja, da hinten ist natürlich noch was. Eine Truhe. Machen wir uns die Mühe, da noch hinzulaufen. Und da ist auch noch was. Könnten wir eigentlich machen, ne? Was ist das da oben? Aha, da oben ist ja auch noch was. Sind ja manche Gebiete auch über Pflanzen zu erreichen? Pass auf, ich versuche. Ah, das schaffe ich nicht, ne? Die Kugel jetzt hier. Na egal. So, ich versuche das einfach mal hinzukriegen. So, das heißt, hier nehmen wir doch beide Räder mal mit, wenn das irgendwie geht. Wow. Hat sogar geklappt. Und Smart Klunker. Okay. Können wir uns hier was Schönes von kaufen. Und dann würde ich mal ganz gerne wissen. Das ist wahrscheinlich nur so eine Art Rückfahrticket, diese Pflanze da oben. Wenn ich die dann auch irgendwie mal zusammen mit Ami auf einem Bildschirm kriegen würde. Wir gehen trotzdem mal hier hin, denn die Kugeln würde ich ganz gerne noch, wenn es irgendwie geht, ein wenig weiter nach vorne rollen. Weil von da aus kann man besser mit der umgehen. Hier liegt sie. Oh, stopp, 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 stopp. Okay, 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 okay. War doch nicht so gut die Idee. Na ja, komm, geh doch mal ein bisschen in diese Richtung. Nicht runterfallen. Ätzend. Na komm, die Kugel liegt da super. Die lassen wir jetzt mal da. Und da hinten war noch was, ne? Nehmen wir auch mit. Hier geht's runter. Was mag hier wohl sein? Ich bin neugierig. Erstmal ein bisschen Tinte holen.
Was haben wir denn? Ach, wir haben einen Schlüssel. Wir müssen so oder so hier hin. Na gut, dann haben wir... Dann muss ich mir wenigstens nicht vorwerfen, dass ich irgendwie hier großartig Zeit verschwendet habe oder so. Das ist ja auch schon mal was. So, das machen wir ja... Gehen wir ja alles mal schön ein. Wow, das hat so nicht funktioniert. Scheiße. Und hier hinten auch noch, bitte. So, das Ganze nochmal. Ja, und hier auch, wenn es irgendwie geht. So, wo ist die? Hier ist die Kugel. So, wunderbar. Mir ist nämlich ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, dass diese Tür verschlossen war. Ha! Cool. Haben alles richtig gemacht. Gefällt mir. Puh, wen haben wir denn hier? Haben wir hier dann ein paar Teufelchen und was zum Abspeichern. Ha. Ich glaube, auch das werden wir... Soll ich jetzt hier abspeichern? Ich weiß nicht, wie lange geht die Folge schon. Könnte sein, dass sie ein bisschen kürzer war, aber... wir reden noch eben mit denen und schauen uns an, was es hier noch so alles gibt. Göttliches Amulett. Okay. Und Töpfereien. Mit ein bisschen Glück ist das hier ein Händler, aber der sieht nicht so aus, als hätte er was. Doch, ein Händlerteufel. Haha, dann handeln wir noch und danach speichere ich ab und danach schauen wir uns den nächsten Abschnitt an. Ja, bitte einkaufen. Erstmal ein bisschen was verkaufen, weil wir haben, glaube ich, ein paar sehr wertvolle Sachen erhalten. Saphir Klunker 9500, Smart Klunker 10.000. Na, immerhin. Guter Neid, Töpferei und geätztes Glas ist halt mega wertvoll. Dann kaufen wir noch einen. Sag mal bitte, dass du... Du hast aber nicht. Scheiße. Ah, ich hatte halt hier auf Goldstaub gehofft, wie immer. Wir haben noch 8 Tintensteine, das reicht erstmal. Exorzismus S. Boah. Würde ich gern vermeiden. Muss nicht so, muss nicht unbedingt sein. Heiliger Knochen S. Pass auf, davon holen wir uns nochmal ein paar. So. Weil, wer weiß, wer weiß. 10 und L. Komm, davon holen wir uns auch 5 Stück. Die können wir uns leisten. Und ja, wie gesagt, dann werde ich jetzt hier mal speichern an dieser Stelle und ich hoffe, ihr seid dabei. Wir hören uns in der nächsten Folge anschauen, was sich dahinter verbirgt. Also, bis dann, ciao, bitte.